Marcel Janssen ist neuer Präsident des Hamburger SV. Der ehemalige Nationalspieler setzte sich bei der Mitgliederversammlung gegen den ehemaligen Schatzmeister Ralf Hartmann durch. Zuvor war der 33-Jährige bereits Mitglied im Kontrollgremium der Hanseaten. Zwischen 2008 und 2015 spielte Janssen für den HSV und beendete anschließend im Alter von 29 Jahren seine Karriere. Janssen wird Nachfolger von Bernd Hoffmann, der im September letzten Jahres das Amt als Präsident niedergelegt hat und erneut die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der HSV Fußball AG übernahm.